geht. Eine schaurige. Mama, du musst die abziehen. Mama, muss man die abziehen? Ja. Die Dinge. Ach so, Entschuldigung, wusste ich nicht. Das ist ja egal. Sagt ihr mir jetzt erst, nachdem ich Kleber drauf mache. Ja, ne? Das haben wir jetzt auch gemerkt. Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich. Denn wir haben heute was ganz Besonderes vor. Ihr habt es bestimmt schon im Titel und so gelesen. Jordi steht da draußen schon und tanzt mit dem... Ich hoffe, ihr seht. Mit dem Skelett. Wir wollen nämlich jetzt vor unser Haus zu Halloween... Halloween-gruselmäßig schmücken. Oh Gott, ich habe heute so Sprachstörungen. Habe ich ja sonst generell schon, aber heute extrem schlimm. Liegt bestimmt am Stillen. Wenn man schwanger ist, schiebt man nochmal alles auf die Schwangerschaft. Wenn man stillt, schiebt man nochmal alles auf Stillen. Genau, wir wollen jetzt draußen alles schmücken. Flori ist nicht da, wir sind ganz alleine. Die Kiddies haben Ferien und wir dachten uns jetzt, wir nutzen jetzt die Zeit und schmücken schön. Ich freue mich. Los geht's. Ich will die so hinmachen, oder? Wie du meinst. Ja, so ist gut, ja. Skyli hat schon angefangen. Wir haben hier nämlich so ein bisschen, ja, so ein Gebiet, wo so Erde ist. Da passt das ganz gut mit diesen... Oh Gott. Hast du vielleicht eine Schippe? Sollen wir eine von drin holen? Ja, bitte. Okay. Und neben unseren Friedhof-Dingern hier, wie heißt das? Grabstein. Die sind übrigens noch vom letzten Jahr. Haben wir hier noch ganz vieles. Einiges aus dem letzten Jahr, einiges habe ich neu geshoppt. Und jetzt wollen wir hier vor unserer Haustür alles schön machen. Guck mal, Jordi ist hier schon am Fegen. Und ja, wollen wir alles gruselig schmücken. Wir müssen bloß halt uns auf unsere Haustür beschränken, denn ich weiß, dass hier die Bäume diesen Monat wegkommen. Warum, weiß ich nicht, ehrlich gesagt, aber uns wurde Bescheid gegeben, dass die irgendwie wegkommen. Deswegen können wir die jetzt nicht mit schmücken, aber hier zum Beispiel ist ja auch, ne, ein Bäumchen. Bonnie kommt auch gucken. Hallo, meine Sonne. Genau, los geht's. Ich freue mich so sehr. Ich zeige euch mal, was wir hier so drin haben. Die neuen Sachen sind, glaube ich, alle von, oh Gott, MacGuides. Genau. Schaut mal, das sind solche, oh, ist aber laut, solche Girlanden. Dachte ich mir, die können wir gut da oben vielleicht anhängen. Dann haben wir hier noch so ein Gruselspinnennetz vom letzten Jahr. Hier ist, glaube ich, nochmal das Gleiche. Genau. Und dann haben wir hier eine Girlande mit... Skyli hat sich jetzt doch eine Schippe geholt. Dann haben wir hier eine Girlande mit Fledermäusen. Das ist hier Skyler, ihr Liebling. Ich werf's dir schon mal zu. Bitte. Mein Fuß. Ja, dein Fuß. Hier auch noch ein Spinnennetz. Was haben wir noch? Das hier. Ah, da müssen wir die Spinne wieder anklicken. Die war hier so drauf. Genau. Dann haben wir hier ganz cooles Deko-Band. Das wird cool. Das wird richtig cool. Dann nochmal ein Spinnennetz. Davon kann man nicht genug haben. Nochmal eine Girlande mit Fledermäusen. Ein Netz in Schwarz. Das hier ist noch vom letzten Jahr. Ist ein bisschen zerknickt. Aber vielleicht kriegen wir es dann noch an die Tür. Wir haben ja da so eine schöne Glastür. Wäre natürlich cool. Was haben wir noch? Achso, das hier ist für meine Fenster drin. Ich habe nämlich auch noch so ein bisschen Herbstdeko gekauft. Ja, und hier sind dann nur noch so Becher, die sind gut für unsere Fete. Wir wollen nämlich im Keller eine Halloween-Party machen. Genau. So, ja, das ist alles. Wenn uns noch was fehlt, ich wollte die Tage eh zur Action, bringe ich noch was mit. Aber ich dachte, wir benutzen jetzt erstmal das, was wir alles da haben. Und dann schauen wir mal nach. Skyli ist da ganz fleißig. Frage ich gerade Jordan. Was heißt, erst machen wir? Also, ich hole erstmal eine Leiter. Ich sag, wie eine Leiter? Na, eine Leiter. Ja? In der Küche sind doch diese Hockerstühle sind auch was genug. Kann ich die auch holen? Ja. Gut. Aber geht's nicht ohne? Du tust dir noch weh? Nee. Okay. Ich, habe momentan so eine, ja, so eine, ich will nicht Selbstfindungsphase sagen, aber, ich habe mich selber reflektiert und oft nehme ich den Kindern Sachen aus der Hand. Also, dass sie, wenn sie das nicht gleich können oder unsicher sind, dass ich es dann mache. Und das will ich mir abgewöhnen. Und deswegen sage ich jetzt das öfter nochmal, ja, mach mal, probier mal. Ich glaube, das ist einfach gut. Und ja, das muss man sich dann auch mal eingestehen, wenn man das selber merkt, ne? Dass man schon gar nicht so
leicht, das zu merken. Jetzt kommt er hier mit unserem Barhocker an. Skylar macht da und Jordan haut die Dinger fast mit dem Barhocker um. Oh Gott, ey. Im Übrigen, Baby Maus ist ja hier drinnen, die lässt sich absolut nicht ablegen, ist aber auch gar nicht schlimm. Ich genieße das auch so unfassbar doll, dass sie so die Nähe braucht, ja, auch wenn man dann manchmal zu nichts kommt. Aber mit der Trage geht es eigentlich wirklich sehr, sehr gut. Shanika ist bei einer Freundin, kommt heute wieder mit der Freundin zusammen. Sarino ist beim Papa. Jermaine spielt gerade oben auch mit einem Freund. Sarah hat eine Freundin und ist drüben. Genau, deswegen machen wir das hier jetzt quasi nur zu dritt. Naja gut, zu viert mit Baby und zu fünft mit der Bonnie. Ich suche hier gerade noch so einen Grabstein. Ich hatte nicht viel davon. So geil, was die Vögel machen. Ich zeig's euch mal. Schaut mal, die Vögel haben endlich die Schaukel entdeckt. Sind die süß? Und die beiden da oben denken sich so, was machen die? Was ist mit ihnen? Das ist süß. Ach so, und schaut mal, das hier war auch noch alles in der Tüte drin. Das hier möchte ich für unser Wohnzimmerfenster haben. So ein bisschen Deko, dachte ich, so ein bisschen herbstlich. Das mache ich mit den Kiddies gleich auch noch. Total schön, oder? Dachte ich mir auch so ein bisschen was an den Fenstern. Hier haben wir schon so ein bisschen Halloween-Süßigkeiten. Und ja, oh, jetzt kommt. Johnny ist der Erste, der kommt rein. Macht jetzt alles über das Fenster. Geht nicht mit dem Barhocker? Nee, der kippt sonst um. Der kippt sonst um, okay. Hat er sich hier seinen Barhocker hingestellt und jetzt geht er doch. Soll ich dir durchgeben? Ah ja, wäre nett. Oh. Ist der süß? Ah ja, wäre nett. Mama, ich hab einen, den Fuß hängen wieder irgendwo hier so an. In den Baum? Ja. Okay, aber das sieht ja schon mal richtig gut aus. Hallo. Hallo. Bitte schön, Mama. Oh. Skyly ist noch immer am Buddeln, aber sie hat es gleich geschafft. Und Jordi. Das muss noch ein bisschen tiefer, ne? Ja. Und Jordi hat hier mit mir schon die Netze angehangen. Wir befestigen die übrigens mit Steinen. da müssen wir nichts, wie sagt man denn? Na, hämmern oder so. Das ist sowieso bei dem Mauerwerk total schwer. Na, wir haben noch ein bisschen Zeit, bis wir Letto abholen, ne? So, da ist nämlich im Kindergarten. Genau, habe ich von bei der Aufzählung gar nicht gesagt. Und ja, schön wird's. Da hinten ist übrigens auch noch, das ist hier unser Skelett. Muss auch noch irgendwo hin. Ich hoffe, Mama, ich mach die Absperrung. Ah, das muss ich erstmal, glaube ich. Oh Gott, ich weiß nicht, ob ich das erstmal machen muss. Ich habe es abgerissen. Gut, dass wir noch mal haben. Oh Gott. Was denn? So, hier haben wir jetzt schon ein paar Spinnenweben angehangen und das ist echt gut, das ist echt schön gruselig. Wir haben tatsächlich gerade vielleicht das Fenster vergessen. Oh mein Gott. Wir sind jetzt erstmal fertig. Ein bisschen schaurig sieht es schon aus. Wir haben keine Deko mehr. Wir brauchen tatsächlich einfach mehr Deko. Hier haben wir noch so ein bisschen was angehangen. Hier unser Spooky-Baum. Hier ist das Skelett, hier haben wir noch ein paar Fledermäuse und hier haben die Kinder das Absperrband dran gemacht. Hier ist übrigens, hallo, Seras Einliegerwohnung. Und hier drüben haben wir auch. Und hier oben, da haben wir die Girlanden allerdings, oder wie die heißen, falsch rum aufgehangen. Upala, egal. Aber hier wollten wir eigentlich auch noch ein bisschen was schmücken, also brauchen wir unbedingt noch Schmückzeug. Passt, ich warte eh die Woche zur Action. Skadi, macht jetzt da meine Drachen an die Fenster. Nein, innen, nicht außen. Drin Haus. Hübsch. Ist der andere? Jetzt kommen die Drachen. Wie viele Blätter machen wir denn da drüben, Schatz? Dann mach ich die schnell. Dann da sind denn deine. Und ich mach dann da, wenn Mama die... Na, die Klebedinger, meinst du? Ja. Ein paar Blätter hängen schon. Müsst es richtig zumachen erstmal und dann. Nee, nach unten, Jordan. Zu? Ja. Jetzt. Ist aber immer noch nicht richtig zu. Der muss ja ganz nach unten, der Hebel. Oh. Mach nochmal ganz nach oben. Oder jetzt. Guck mal, die Drachen hängen auch schon und jetzt kommen noch die Sticker aber dran. Jetzt mach du das und da. Immer hier und da.
Kinder jetzt da die Fenster verschönern, habe ich eine Bastelidee. Muss aber mal gucken, ob ich dafür alles da habe. Ich wollte mit den Kindern nämlich solche... Muss ich einmal übers Gitter rübersteigen. Wir haben doch hier das Gitter jetzt an die Treppe gemacht, damit Nala halt so wenig wie möglich läuft. Dass sie nur so einen kleinen Abteil für sich hat. Genau, und ich muss jetzt mal Licht erstmal machen. Und ich muss jetzt gucken, ob ich alles dafür da habe. Ich wollte so eine Gespenstergläser machen. Ich habe hier nämlich, der ist nicht von uns, einen alten Verbandskasten gefunden. Und ich brauche diese, was sagt man denn dazu? Wickel. Irgendwas mit Wickel. Mullwickel, ich weiß es nicht. Jedenfalls brauche ich davon ganz viele. Und tada, haben wir sogar alles da. Ich schmeiße die jetzt mal hier in das Waschbecken. Sowieso bestimmt schon abgelaufen. Super zum Basteln. Perfekt. Die werden sich freuen. Ich habe hier nämlich auch schon ein paar Gläser die letzten Wochen immer aufgehoben. Und auch ein paar Dosen. Die suche ich jetzt alle raus. Und dann machen wir damit richtig schöne Gespenstergläser. So, erstmal sitzen. Ich habe jetzt hier so ein paar Gefäße mit den Kindern zusammengesucht. Am besten eignen sich aber Gläser. Dann müssen wir mal gucken, ob wir hier das jetzt trotzdem schön verkleiden können, weil die habe ich extra aufgehoben, weil die so schön sind einfach. Genau, und meine Idee ist jetzt, dass wir das hier so umwickeln. Also oben ab. Und dann müsst ihr das hier ganz oft umwickeln. Warum? Na, weil ich ein Gespensterglas machen mag. Damit man das jetzt nicht mehr sieht, so viel müsst ihr da rumwickeln. Also da ist ja jetzt noch dieses, die Aufschrift, ne? Ja, die muss man abmachen, oder? Entweder abmachen oder wir umwickeln sie einfach. Warte mal, das ist jetzt nicht mehr neu. Abmachen. So, guck mal. Dann wickeln wir es ganz oft rum und zum Schluss kommen einfach Wackelaugen drauf. Und dann haben wir Gespensterglas. Und dann können wir sogar eine Kerze reinstellen und die auch noch draußen vor die Tür machen. Ja. Oh. Eine schaurige. Mama, du musst die abziehen. Kann man die abziehen? Ja. Die Dinge. Ach so, Entschuldigung, wusste ich nicht. Ist ja egal. Sagt ihr mir jetzt erst, nachdem ich Kleber drauf mache. Ja, ne? Das haben wir jetzt auch gemerkt. Zeig mal, Meni. Oh, das ist schon super, ne? Ja. Perfekt, Skyli. Super, du musst noch weiter unten auch noch machen. Ja, ich habe. Du hättest den Deckel abmachen müssen. Den kannst du jetzt noch abmachen, ist nicht so schlimm. Und Jordi macht auch ein Glas. Sehr cool. Gute Idee, oder? Ja. Finde ich auch. Habe ich irgendwo im Internet gesehen. Oh, das geht aber, super easy. Ist doch normal. Ich dachte, wir machen die einfach und stellen die draußen noch hin, vor die Tür oder so. Wie ihr möchtet. Guck mal, Jermaine macht da noch irgendwas anderes. Haare macht er noch. Bloß, ihr müsst dran denken, die, die jetzt hier so eine Dose haben, ne? Da hier oben nichts rankleben, ne? Nee, umgekehrt. Da könnt ihr oben was rankleben, aber nicht bei den Gläsern. Weil da oben, da kommt ja eine Kerze rein, ne? Sonst ist es Brandgefahr. Mein Glas hat jetzt noch einen Kumpel, und zwar Kumpeldeckel. Wie cool ist er denn? Haben wir jetzt auch noch ja, verkleidet. Vorher war das so ein Glas. So ein Deckel hatten wir noch übrig. Habe ich einen Glück mal aufgehoben, weil ich dachte, vielleicht können wir damit noch irgendwie was basteln. Und Bingo, total süß. Ich finde es süß. Jordi macht jetzt auch ein. Ja. Leer gefegt, die Bastelplätze. Wir haben ein bisschen was geschafft, aber die Kinder wurden gerade abgeholt zum Fußballspielen. Der Nachbarsjunge hat gefragt, ob sie nicht Fußball spielen wollen. Und jetzt sind sie alle drei gleich mit, also Manny, Jordi und Skyly, zum Fußballspielen. Die haben mal Ferien, die sollen ihr Wetter draußen genießen und einfach Spaß haben. Und haben wir gesagt, ey, das können wir auch noch nachher machen, ne? Oder mal weitermachen an dem Tag, wenn es regnet. Ne? Aber eigentlich haben wir auch schon einiges hier geschafft. Ach Gott, süß. Guck mal, Jordan hat Augenbrauen gemacht. Skyly hat hier ganz viele Augen aufgeklebt. Und wo ist Manys? Oh, Chaos, Chaos, Chaos. Ach hier, guck mal, der hat da drinnen schon die Haare. Die muss er bloß noch ankleben. Hat er auch schon Augen? Nö, hat er noch nicht. Genau, also sind wir schon ein bisschen vorangekommen. Aber sollen sie nachher in Ruhe weitermachen oder morgen. Wann es denn passt. Ach Gott, ist ja auch süß von Jordan hier geworden. Putzig.
Ja. Ihr Lieben, und ich werde jetzt die Kamera auch wegpacken. Ich mache die Minimaus jetzt hier mal aus der Trage. Sie hat so super ausgehalten. Sie liebt es da drinnen so. Und werde jetzt nochmal schnell stillen. Was heißt schnell? Ich habe noch eine Viertelstunde zum Stillen. Und dann muss ich nämlich schon wieder los. Ich habe mich gerade erschrocken, als ich auf die Uhr geguckt habe. Soleil abholen. Es ist schon wieder Abholzeit in der Kita. Ich hatte gar kein Zeitgefühl, ja. Wahnsinn, wie die Zeit rennt. Ich wünsche euch jetzt alles Liebe und Gut und freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich würde mich auch mega freuen, wenn ihr es noch nicht getan habt. Wenn ihr uns abonniert und regelmäßig bei uns reinschaut, wenn ihr die Glocke unten aktiviert, werdet ihr auch immer darüber informiert, wenn neue Videos online sind. Und ja, bis zum nächsten Mal. Macht es gut, bleibt gesund. Ciao.